hatten hier in der PTS wirklich eine super Zeit, waren 3 Wochen zusammen als Familie, war auch irgendwo herausfordernd mit unserer kleinen Tochter, aber wir konnten auch als Familie zusammenwachsen, hatten wirklich gute Gemeinschaft mit Gleichgesinnten und viel, viel Lobpreis, viel Gebet. Also das hat uns wirklich auch geistlich sehr gut getan und uns einfach auch nochmal neu motiviert und einfach auch in dem bestärkt, was wir wollen. Also wir wünschen uns wirklich, dass wir jünger machen, dass wir ja immer mehr auch in diesen Lebensstil eines Jüngers reinwachsen und konnten einfach auch die Teachings nochmal vertiefen und haben auch neue Dinge gelernt, also zum Beispiel, wie man ein Bußgespräch mit Menschen führt, die umkehren wollen. Und ja, das war wirklich eine sehr gute Erfahrung für uns. Wir waren unterwegs in Winterthur und da habe ich gesehen, dass eine Frau mit Krücken hergegangen ist. Und ja, da haben wir die direkt angesprochen, ob wir für sie beten können. Haben mir erzählt, dass wir öfter auch Heilungen erleben. Und die war sofort offen dafür. Und genau, dann habe ich dich beten lassen. Ne? Genau, ja, dann habe ich 2-mal gebetet und die hat sofort super Veränderung gemerkt. Ich habe meine Hände draufgelegt, einfach im Jesu Namen, einfach kurz befohlen, den Schmerzen zu gehen. Und die hat es echt gemerkt. Und dann am Schluss hat der David nochmal gebetet und die hat auch eine Wärme gemerkt. Hat auch gleich ihre Krücken losgelassen und ist ein bisschen durch die Gegend gelaufen. War super happy. Also sie hatte frisch eine Knieprothese bekommen und konnte ihr Knie, sie hat es auch gezeigt, wie es vorher war, kaum bewegen. Und da konnte sie wirklich schon so bewegen. Nach dem Gebet? Ja. Ja, wir haben die Kontaktdaten ausgetauscht und genau, sind dann, weiß nicht, 2 Tage später haben wir uns dann nochmal getroffen in Winterthur und genau, haben zusammen Kaffee getrunken, gegessen und konnten ihr das Evangelium erklären und sie war auf jeden Fall sehr offen. Aber wir sind auf jeden Fall dran, wollen uns auch nochmal treffen. I cannot believe that. Sie war dann nochmal bei ihrem Physiotherapeuten und der hat dann auch bestätigt oder war sehr verwundert, dass sie das Knie schon so bewegen konnte und meinte, es wäre normalerweise erst 6 Wochen nach der OP möglich. Mit dem christlichen Glauben ist sie eigentlich eher im Zusammenhang mit der katholischen Kirche in Berührung gekommen und wir konnten ihr wirklich das volle Evangelium erklären und da war sie erstaunt, sehr erstaunt, dass es sowas gibt und möchte sich auf jeden Fall damit beschäftigen, möchte jetzt auch anfangen, die Bibel zu lesen und hat auch gesagt, dass sie eine Nacht wirklich nicht schlafen konnte und dass sie das alles sehr bewegt. Was wir schön fanden, war auch, dass sie sich von selbst gemeldet hat, nochmal, also wirklich einen Termin auch mit uns sich gewünscht hat, dass wir uns nochmal treffen. Sie hat uns jetzt auch nach Zürich zu ihr nach Hause eingeladen und das finden wir einfach schön, dass sie da wirklich das Interesse hat und wir haben einfach gemerkt, also, dass Gott da am Wirken ist. Ich persönlich habe auch die Erfahrung gehabt, je mehr Heilungen man einfach erlebt durch Jesus, mit Jesus, aber kriege ich einfach immer mehr Mut. Einfach und gerade für Krücken oder sowas, wir haben schon wirklich für heftige Sachen beten dürfen und ich persönlich habe dann einfach immer mehr Mut, weil ich sehe halt, Jesus macht das und dann biete ich es halt an, dass Jesus das macht, das bin ja nicht ich. Ja?